Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich, erzähle Sachen aus meinem Praxisalltag, Aussagen, Krankheitsbilder. Heute möchte ich über den Satz sprechen, mein Kind ist ständig krank. Warum? Ja, dieser Satz fällt häufig, vor allem im Herbst, im Winter, weil da eben die Zeit ist, wo die Krankheitserreger umeinander sind, wo viele Menschen um uns herum entsprechend erkältet sind und man sich entsprechend leichter ansteckt. Und Kinder starten mit ihrem Immunsystem bei Null im ersten Lebensjahr. Und wenn sie 10 Jahre alt sind, dann haben sie das gleiche Immunsystem wie erwachsene Menschen. Das muss man wissen, das muss man verstehen, um es einordnen zu können. Also, die Krankheitskeime sind da. Wenn ein Kind sich entsprechend mit diesem Krankheitskeim ansteckt, dann setzt es sich damit auseinander. Es wird die entsprechenden Symptome bekommen. Das ist meistens ein Schnupfen und damit verbunden ein Husten. Und mit der Auseinandersetzung mit diesem Virus entsteht eine Immunität. Es werden Antikörper gebildet. Das dauert etwa 1 bis 2 Wochen, bis diese Antikörper da sind. Das ist die Dauer der Krankheit. Und dann ist die Krankheit überwunden, die Antikörper zerstören den Erreger und nach etwa 1 bis 2 Wochen ist die Krankheit vorbei. Jetzt geht das Kind wieder zurück in den Kindergarten oder in die Kindertagesstätte. Dort ist ein anderes Kind krank mit einem anderen, mit einem neuen Virus, womit das gleiche Spiel wieder beginnt. Und das ist der Grund, warum Kinder im ersten, im zweiten und im dritten Jahr, wenn sie in die Kindertagesstätte oder den Kindergarten kommen, im Winter praktisch ständig krank sind. Und zwar natürlicherweise. Ich sage das voraus, wenn man mich fragen würde, was muss ich denn erwarten, wenn ich mein Kind im Winter in die Einrichtung gebe? Ich würde sagen, wir müssen damit rechnen, dass alle 2 bis 4 Wochen Ihr Kind krank sein wird. Und wenn Sie das zusammenrechnen, dann sind das im Schnitt zwischen 10 und 14 Infekte pro Jahr, die ein Kind in den ersten Lebensjahren durchmachen muss. Ich sage das bewusst, weil um mit 10 Jahren das Niveau des Erwachsenen zu erreichen, muss das Kind eine Fülle von den üblichen Krankheitskeimen annehmen, sich damit infizieren, damit es die entsprechenden Antikörper, die entsprechenden Schutzkörper entwickeln, bilden kann. Und diese Antikörper, die verbleiben im Körper. Sie schützen das Kind im nächsten Jahr, wenn das gleiche Virus kommt, davor, wieder krank zu werden. Aber es gibt tausende von Krankheitserregern. Viele davon kommen häufig vor und andere nicht so häufig. Und das ist der Grund, warum wir auch im Jugendlichen und im Erwachsenenalter immer wieder mal eine Erkältung haben. Und jetzt sage ich ein Wort eben, Erkältung. Eine Infektion entsteht leichter, wenn wir uns erkälten. Das können wir wörtlich nehmen. Heißt, wenn wir frieren, dann ist unser Immunsystem in diesem Moment geschwächt. Und wenn dann jemand kommt mit einem Schnupfen oder mit einer Halsentzündung und uns über Tröpfchen, so wird das nämlich alles übertragen, mit diesen Tröpfchen ansteckt, dann sind wir leichter bereit, diese Krankheit auszubrüten. So komme ich jetzt zu dem Punkt, ja, was können wir denn tun für uns selbst, aber auch für unsere Kinder, dass wir eben nicht unbedingt uns alles aufgabeln. Das nennt man Abhärtung. Ein gut abgehärteter Mensch ist seltener krank als einer, der das nicht ist. Wie härten wir uns am besten ab? Nun, es sind die einfachen Dinge, meistens, die am meisten bewirken. Und das Einfachste und das Wichtigste ist, dass wir Menschen uns an der frischen Luft bewegen. Und das meine ich wörtlich, richtig bewegen. Rumspringen. Kinder gehören auf den Spielplatz. Sie gehören in den Garten. Sie gehören mit anderen Kindern zusammen im Spiel, in Bewegung zu sein. Und unsere Schleimhäute können wir abhärten, indem wir allzu trockene Räume, allzu warme Räume auf Dauer verhindern, beziehungsweise uns nicht allzu lange darin aufhalten. Speziell meine ich das Schlafzimmer. In dem Schlafzimmer
in der Nacht sollte unbedingt die Heizung ausgeschaltet sein. Und das Fenster gekippt sein, dass es immer etwas ausgetauscht wird, die Luft im Schlafzimmer mit der frischen Luft von draußen. Das meine ich mit Abhärten. Natürlich ist es auch wichtig und sinnvoll, wenn wir unserem Körper das geben, was er braucht, zumindest was den Schlaf angeht. Wir sollten alles dafür tun, ausreichend zu schlafen, dass sich unser Körper erholen kann. Das ist bei Kindern in der Zahnzeit zugegeben etwas schwierig. Und das ist auch der Grund, warum speziell in der Zahnungszeit Kinder auch leichter zu Erkältungen neigen, weil sie nicht so toll zum Schlaf kommen. Aber das ist eine natürliche, schwierige, zugegebenermaßen schwierige Episode, aber sie gehört nun mal dazu. Und so erklärt das eine das andere. Natürlich sind Vitamine wichtig. Vitamine heißt ja lebensnotwendig. Aber es genügt, mit der natürlichen Weise uns Vitamine zuführen. Obst, ein Apfel am Tag würde reichen, um uns mit all dem, was wir brauchen an Vitaminen, ausreichend zu versorgen. Wir brauchen keine zusätzlichen Vitaminprodukte nehmen, wenn wir es schaffen, ausgewogen und abwechslungsreich uns unsere Vitamine, unsere Spurenelemente, Mineralien über Gemüse, über Salat und eben über Obst zuzuführen. Zusammenfassend, es ist normal, dass kleine Kinder, vor allem wenn sie erst frisch im Kindergarten oder in der Kindertagesstätte sind, dass sie häufig krank werden. Und das bedeutet, alle 2 bis 4 Wochen im Schnitt im Winter ist ein Kind normalerweise verschnupft und damit verbunden auch verhustet. Der Schleim wird nicht richtig weggeschneuzt, er kann nicht richtig weggeräuspert werden, also läuft er hinten runter und löst einen Husten aus. Es ist also ein Normalzustand. Eines aber noch zum Schluss. Viele Eltern sind besorgt, genau wegen dieser Tatsache, dass das Kind so häufig krank ist. Und fragen mich dann, könnte es nicht sein, dass mein Kind eine Immunschwäche hat, eben weil es so häufig krank ist? Und da kann ich diesen Eltern einfach die Angst nehmen, indem ich ihnen sage, wenn das so wäre, wenn also ein Kind eine Immunschwäche hat, dann hat es nicht ständig einen Schnupfen und Husten, sondern dann ist es ständig, und das heißt alle 2 bis 4 Wochen, schwer krank, und zwar mit verschiedenen Krankheiten. Das heißt, eine schwere Magen-Darm-Grippe löst eine Lungenentzündung ab, eine vereiterte Hauterkrankung wird gefolgt von einer heftigen Lymphknotenreaktion, jeweils begleitet von Fieber und einer deutlichen Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes. Diese Kinder bauen im Laufe der Zeit in ihrer Leistungsfähigkeit deutlich ab und es ist nicht zu erkennen, dass sich die Kinder wieder normalisieren, sondern es geht eher abwärts. Das ist ein Hinweis für eine Immunschwäche. Und darüber habe ich nicht geredet. Ich habe geredet über die Kinder, die ständig einen Schnupfen haben, die ständig erkältet sind. Und wie gesagt, das ist ein Normalzustand. Das tut gar nicht weh. Dieser Satz stimmt meistens nicht. Er ist falsch, er ist nicht wahr. Und wenn wir darauf beharren, dass wir ihn weiter benutzen, dann machen wir uns unglaubwürdig. Das ist der Grund, warum ich die Eltern dann verbessere. Wenn zum Beispiel bei der Impfung die Eltern sagen, das tut nicht weh. Fieberkrämpfe. Fieberkrämpfe machen unheimlich Angst. Diese Angst möchte ich Ihnen wegnehmen durch meine Information, durch meine Erfahrung aus der Sprechstunde. Fieberkrämpfe betreffen ausschließlich Kinder, und zwar bis etwa zum 7. Lebensjahr, also bis zur Einschulung. Und die Kinder, deren Eltern schon Fieberkrämpfe hatten, haben ein höheres Risiko, sie auch zu bekommen. Pseudogrupp oder besser das Krupp-Syndrom. Passen Sie mal auf. So klingt der Pseudogrupp. Wenn Sie das noch nie gehört haben, ab jetzt, das verspreche ich Ihnen, werden Sie das nicht mehr vergessen, Ihr Leben lang nicht. Und wenn Sie schon mal gehört haben,
Dann werden Sie verstehen, warum ich darüber ein Video, ein Aufklärungsvideo mache.